Willkommen, Sportsfreunde der E-Mobilität. Wir haben für euch den Emotokick von der Firma Govex getestet. Und was dieser so kann, das zeigen wir euch in diesem Video. Vorab vielen Dank an die Govex AG, die uns diesen Scooter zu Testzwecken zur Verfügung gestellt hat. Zu den technischen Daten. Verbaut ist ein 350 Watt Radnabenmotor im Hinterrad, welcher für ordentlich Power sorgt, um auch mal leichte bis mittlere Steigungen zu bewältigen. Die Spitzenleistung liegt hier bei 450 Watt. Mithilfe zwei kleiner 18 Volt 5,2 Amperestunden Akkus verspricht uns der Hersteller eine Reichweite von rund 20 Kilometern. Mehr zu diesen ominösen zwei Akkus später in diesem Video. Verbaut sind sehr schöne 10 Zoll Luftreifen, welche trotz fehlender Federung für den notwendigen Fahrkomfort sorgen. So robust wie der Emoto Kick auch gebaut ist, wiegt er stolze 19 Kilogramm und fällt für Pendler oder jene, die ihn gerne transportieren, recht schnell aus dem Suchfeld. Keiner möchte 19 Kilogramm mehrere Etagen nach oben in die Wohnung schleppen. Umso schöner, dass sich die Akkus entnehmen lassen. Der Listenpreis beträgt 649 Euro ohne Akkus und 799 mit zwei Einhell-Akkus und einem Charger. Ja, ihr habt richtig gehört, Einhell-Akkus. Der Govex Emoto Kick fährt auf dem sogenannten Power Exchange Akkus der Marke Einhell. Ähnliche Akkus sind somit auch in Akkubohrschraubern und über 170 anderen Werkzeugen verbaut. Und somit ist alles miteinander kompatibel. Man kann sagen, ein Riesenökosystem. Die Akkus verstecken sich unterhalb des Trittbretts und sind mit einem Schlüssel gesichert. Für eine kleine Geldbörse sollte unter dem Trittbrett neben den wirklich sehr kleinen Akkus auch noch etwas Platz sein. Wen möchte Govex mit dem Roller ansprechen? Das ist wirklich sehr schwer zu beantworten, denn der Roller hat auf der einen Seite die Power und ist sehr robust, um auch kleine Offroad-Strecken bewältigen zu können. Nur die Reichweite macht das leider nicht mit. Für jeden Stadtpendler scheint er jedoch eine sehr gute Wahl. Fangen wir an mit dem Design und der Verarbeitung. Der Kick ist super designt und fällt unter den ganzen Mietrollern fast wie ein Verwandter auf. Die Verarbeitung ist wirklich hervorragend und für unter 1000 Euro bekommt ihr hier einen sehr soliden Roller. Der Fahrkomfort ist sehr gut, hierfür sorgt eine gute Gummierung auf dem Trittbrett. Der Faltmechanismus ist sehr robust verarbeitet, lässt sich jedoch auch angenehm bedienen. Ausgestattet ist der E-Scooter mit einem LCD-Display, auf welchem man die Gesamtkilometer einsehen kann, sofern man nicht gerade fährt. Sobald man losfährt, wird die große Gesamtkilometerzahl rasch zur Geschwindigkeitsanzeige. Des Weiteren kann man noch den Akkustand in vier Balken auslesen, sehr kompakt, aber dennoch gut gelöst. Auch ist leider zu erwähnen, dass von dem Display bei starker Sonneneinstrahlung oder bei schrägem Blickwinkel sehr schlecht abzulesen ist. Der Emoto Kick verfügt über eine schöne Scheibenbremse vorne sowie eine Scheibenbremse hinten, die mit ein wenig Achtsamkeit und Gefühl bedient werden sollten. Sie greifen beide äußerst stark zu. Der Bremsweg liegt mit rund 2 Metern insgesamt durchaus im guten bis sehr guten Bereich. Zur Leistung. In unserem Steigungstest konnten wir mit dem 350 Watt starken Kick eine Steigung von 14% bewältigen. Damit ist der Kick auf keinen Fall der stärkste E-Scooter auf dem Markt, aber für die Stadt und zwischendurch kleinere Steigungen ideal geeignet. Das Anfahrtdrehmoment ist sehr gut. Der Roller beschleunigt in unserem Test innerhalb von rund 4,5 Sekunden auf seine Höchstgeschwindigkeit. Anfangs merkwürdig ist, dass der Kick erst rund 1 bis 2 Sekunden später losfährt, nachdem man das Daumengas getätigt hat, jedoch gewöhnt man sich da relativ schnell dran. In unserem GPS-Geschwindigkeitstest konnte der Kick von Haus aus nicht mehr als 20,1 km pro Stunde erreichen. Schade, dass hier die gesetzliche Toleranz von 10%, sprich 22 km/h, nicht ausgereizt wird. Kommen wir zum Thema Reichweite. Der Hersteller Govex verspricht uns eine solide Reichweite von rund 20 Kilometern. Jedoch wird diese Kilometerzahl leider selbst unter guten Bedingungen nicht ganz erreicht. In unserem Praxistest konnten wir sogar leider nur 14 Kilometer erreichen. Für urbane Verkehrsliebhaber ist er damit ein guter Scooter. Wer mit ihm länger fahren möchte, sollte sich ein paar kleine Einhell-Akkus hinten in den Rucksack schmeißen. Nur sind diese mit 70 Euro auch nicht gerade billig. Kommen wir zum Fazit. Der Emoto Kick von der Govex AG ist ein ausgesprochen robuster und komfortabler Roller. Er integriert sich hervorragend in die Welt der Geräte, powered by Einhell. Leider ist der Roller insgesamt sehr schwer, mit rund 19 Kilogramm wiegt er in etwa so viel wie ein Nineboard G30D, ist aber natürlich auch sehr robust gebaut. Bremsen, Faltgelenk und auch Display, Griffe und Trittbrett machen den Kick zu einem äußerst angenehmen Begleiter im urbanen Stadtverkehr. Einzig und alleine die Reichweite von gerade einmal 14 Kilometern ist ausbaufähig. Besitzer anderer Einhellgeräte haben hier einen großen Vorteil. Sie können sich die Akkus einfach im Rucksack mitnehmen und schnell unterwegs austauschen. Schwer sind diese nämlich nicht. Auch der Preis ist mit 649 Euro ohne und 799 Euro mit Batterien und Charger etwas sperrig. Die billigsten Bezugsquellen findet ihr in der Videobeschreibung. Unsere Gesamtwertung liegt bei 84%. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao. Ciao.